Hey du. Genau du. Fühl dich gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu diesem wunderschönen Spiel, dessen Name ich nicht aussprechen werde, damit mich wieder 719.000 Menschen fragen können, wie denn der Name dieses Spiels ist. Und ich habe mir gedacht, es ist mal an der Zeit, wieder in die Moderne einzutauchen, mal wieder ein Land zu wählen, welches wir schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen haben und welches eine relativ traurige Geschichte hatte, vor allem in den letzten Jahrzehnten. Und da geht es heute um den Irak, genauer um diesen eigentlich gar nicht so netten Mann, der aber gar nie so böse war, wie man ihn hingestellt hat, denn angeblich war das ja ein Mann mit Massenvernichtungswaffen, zumindest wenn es nach Amerikanern und Briten gegangen ist. Später hat sich dann herausgestellt, das war vielleicht gar nicht so richtig. Meine Aufgabe heute ist es zum einen zu verhindern, dass der Irak dasselbe Schicksal ereilt wie in unserer Zeitlinie und zum anderen vielleicht unseren Einfluss hier im Nahen Osten ein bisschen auszubauen. Das Ganze machen wir wie immer mit der Novum Vexillum Mod und wir werden das Ganze wieder auf Chaos setzen. Das heißt, es wird Kriege ohne Ende geben. Wir deaktivieren auch direkt wieder alle Fraktionen, damit wir auch hier möglichst viel Abwechslung und interessante Szenarien bekommen. Und den Rest, den können wir eigentlich so lassen, wie er ist. Und wenn euch diese modernen Szenarien gefallen und ihr gerne auch andere Nationen mal sehen möchtet, dann lasst gerne einen Kommentar in den Kommentaren und gebt einen Daumen nach oben, damit ich sehe, ob ihr habt Bock auf das Ganze und wollt mehr sowas. Muss übrigens dazu sagen, dass ich es relativ faszinierend finde, dass wir echt 400.000 Mann haben. 400.000, das ist das Vierfache von dem, was Deutschland hat. Digga, der Fokusbaum ist so groß, ich muss 2 Stunden scrollen, dass ich mich überhaupt zurechtfinde. Meine Güte. Aber die wichtigste Frage natürlich wird sein, geben wir den Linken den friedlichen Weg oder den mittleren, beziehungsweise den rechten Weg mit... Jetzt mal ohne Witz, wir haben noch nie islamisch gespielt, ne? Wir spielen mal Islam, komm, wir spielen mal auf Islam heute, komm, let's go. Muss ja auch mal andere Sachen machen, Leute beschweren sich immer, dass ich immer das gleiche mache. Deswegen machen wir heute mal nicht das gleiche. Weil ich ja schon ganz ehrlich sagen muss, wenn ich mir so meine Upload-Liste anschaue, ne? Also wenn da irgendeiner sagt, ich würde immer das gleiche spielen, dann hat er wirklich keine Ahnung von meinem Kanal, weil ich spiele wirklich massive Abwechslung. Ah, wir haben nur 3 Militärfabriken. Heißt, das meiste der Ausrüstung haben wir wahrscheinlich bei archäologischen Ausgrabungen gefunden. Ressourcen haben wir auch keine, nur ein bisschen Öl. Was natürlich nicht im Sinne der Amerikaner ist, dass wir überhaupt Öl besitzen. Und grundsätzlich Fabriken haben wir eigentlich auch nicht. Kein Wunder, dass sie den Krieg gegen die Amis damals verloren haben. Und ja, ich weiß, dass das nicht nur die Amis waren. Können wir mal gerne in die Kommentare schreiben, aus was denn die Koalition damals bestand, die den Irak angegriffen hat. Und bitte ohne Google. Mal gucken, wer es von euch weiß. Übrigens auch relativ lustig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Hälfte dieser Leute überhaupt keine Iraker sind. Also er schaut nicht aus wie ein Iraker. Bei ihm weiß ich nicht und er auch nicht so wirklich. Aber vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung, wie Iraker aussehen. Zumindest bei einem bin ich mir sicher, die sind auf keinen Fall so hässlich wie ich. Ich habe nämlich letztens den Most Hässliche Krabbe Award gewonnen. Gab zwar auch keine Mitbewerber, aber trotzdem. Übrigens haben wir gerade noch eine Rezession, sehe ich hier. Macht's auch nicht besser. Hätte überlegt, ob wir vielleicht ganz nebenbei Syrien oder zum Beispiel den Iran besuchen. Das Problem ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich jeden Soldat, der stirbt, nicht mehr ersetzen kann. Aber auf dem Papier wäre Syrien zum Beispiel ein leichter Snack. Wie hat mein Urgroßvater mal gesagt, wer nicht probiert, der nicht studiert. Wenn es wirklich komplett in die Hose geht, starte ich einfach neu und ihr seht das gar nicht. Spaß am Rande, natürlich würde ich es euch trotzdem zeigen. Und wir wissen ja auch, dass irgendwann die Amis in unserem Land landen werden. Die haben ja schon ihre hässlichen Truppen, ne? Schaut es euch an. Schaut es euch an, wie sie hier rumgammeln. Da! Die US Naval Base direkt in meinem Hintern. Müsste man vielleicht mal ein bisschen drücken, dass man das Ganze rausspült. Sehr komisches Wortspiel. Gut, rein theoretisch gäbe es noch die guten alten Tage. Habe ich kurz drüber nachgedacht. Ist mir eingefallen, dass der Irak nie wirklich gute alte Tage hatte. Deswegen lassen wir das mal sein. Tja, und wenn wir jetzt darauf warten, dass hier irgendwas Interessantes passiert, wie zum Beispiel der Rückzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon, kann ich noch eine Geschichte aus dem Sandkasten erzählen. Eine Anekdote aus meinem Leben. Habe es letztens wirklich geschafft, hier auf dem Kanal ein Video hochzuladen, wo keine Werbung lief, weil ich einfach verpennt habe, Werbung zu schalten. Zum Glück für mich war das dann allerdings ein Video, wo dann tatsächlich ein Sponsor da war. Und bei den Sponsoren bin ich ja wirklich super happy, dass ihr da auch so verständnisvoll seid, weil die finanzieren tatsächlich so ein Video komplett. Also die übernehmen die Kosten für mich, dass ich das Video aufnehme, für die Person, die das Video schneidet und dann noch die anderen, die da mitarbeiten. Und es ist halt einfach super geil, dass ihr da so verständnisvoll seid und dann bei den Sponsoren auch nicht rummuckt oder dann euch beschwert und so, weil es steckt mega viel Arbeit drin und Sponsoren sind einfach der beste Weg für mich, langfristig auch den Kanal aufzubauen. Da einfach nochmal ein fettes Dankeschön für euer Verständnis. Und ich bin auch wirklich ehrlich zu euch, wenn da ein Sponsor kommt und das ist jetzt nicht irgendeine richtige shady Organisation, dann nehme ich das auch gerne mit, weil es mir einfach hilft und euch einfach den Content sichert. Vor allem, wenn ich dann so blöd bin und einfach vergesse, dann Werbeeinnahmen zu schalten. Und ja, ich habe mich selber geohrfeigt. Aber ich weiß auch, es gibt andere Communities, die sind da echt viel kritischer oder aggressiver den Leuten gegenüber und das habe ich hier nicht und das ist einfach super geil. Da nochmal fettes Dankeschön einfach. Ich hoffe, der Irak kann sich nachher auch so über mich freuen.
Nicht, dass wir hier einfach schnell ins Gras beißen. Wir sind übrigens schon das irakische Sultanat und haben eine neue Flagge. Die schaut jetzt nicht mehr so irakisch aus. Das ist jetzt die irakische Sultanatflagge. Wir können übrigens die Arabische Föderation gründen, was uns eine Welle an Kerngebieten gibt. Würde ich mal auf alle Fälle im Hinterkopf behalten. Ich sehe auch gerade, wir haben uns relativ schnell für den Fundamentalismus entschieden. Da gab es irgendwie gar keine Wahlen und Umstimmung habe ich auch nichts mitbekommen. Das ist einfach geschehen. So eine Nacht- und Nebelaktion. Aber da ich die Aufmerksamkeitsspanne einer toten Fliege habe, kann ich es auch einfach übersehen haben. Naja, was soll schon schief gehen? Digga, der war da auch schon im Amt? Sheesh. Oh, er ist im Krieg gegen Libanon. Naja, selber schön, wenn man seine Nase in andere Angelegenheiten steckt. Kommt der böse Nachbar und snackt sich einfach selber die Gebiete. Let's go, boys. Ja, ist halt kacke jetzt, ne? Also, der hat eh kaum Truppen, ne? Mit seiner Playmobil-Armee wird er wahrscheinlich keinen besiegen können. Und wir marschieren hier einfach durch. Direkt auch schon in Damaskus drinne. Haben uns auch direkt schon einen Tee mit dem Kollegen Assad gesnaggelt. So, ergibt euch. Ne, Aleppo. Ja, kurz Aleppo. Glaubt die Spinnen, Alter. Die versuchen jetzt hier echt einen gewissen Widerstand aufzubauen, ne? Ja, jetzt haben sie doch noch surrendert. 60.000 Mann haben wir noch verloren am Ende. Ja, damit war's das. Der Libanon hat kurz so versucht, sich eine Provinz zu holen. Ich habe kurz mit denen geredet und haben sie es sein lassen. Ich glaube, der Satz komplette Auslöschung ist auch gefallen. Aber ich war nicht selber anwesend, also keine Ahnung. Wir können tatsächlich den Dschihad ausrufen. Das sorgt aber dafür, dass uns die gesamte Welt hasst. Deswegen warte ich damit vielleicht noch ein paar Tage. Ja, dann besuchen wir mal unsere Freunde im Norden. Den Gerüchten zufolge wäre Kurdistan gerne wieder Teil des Irak. Freunde haben sie eh keine und wir bekommen mehr Stabilität durch Kriegserklärung. Das Ganze funktioniert hier über unsere Politiken. Da haben wir nämlich eingestellt, sobald wir Kriege erklären, bekommen wir 2% Stabilität und wenn wir gewinnen, 100 politische Macht. Ja, gut, das war eine relativ schnelle Nummer. Fast wie beim durchschnittlichen Deutschen im Schlafzimmer. Kaum geht's los, ist auch schon wieder vorbei. Habe auch gerade herausgefunden, warum wir eine Rezession haben, weil wir natürlich unsere ökonomische Gesundheit ist im Arsch. Weil ich arbeite dran, aber irgendwie funktioniert das auch mit den Kriegen nicht. Eigentlich müsste ich durch das Gewinnen von Kriegen 10 ökonomische Gesundheit bekommen, aber kriege ich nicht. Die klauen sie mir irgendwo, aber gut, wir sind auch der Irak, ne? Versickert das halt quasi im Sand wahrscheinlich. Nächstes Ziel sind übrigens, so leid es mir tut, die Jordanier. Die unterhalten noch dazu gute Beziehungen mit den Amerikanern. Meint zu dem Zeitpunkt damals noch keine Todsünde, aber man weiß ja nie, was passiert. Und wir haben tatsächlich hier am 11. September auch die Anschläge auf das World Trade Center, auch wenn hier 12. steht, aber ich habe kurz weiterlaufen lassen. Ich konnte nicht so schnell stoppen. Irgendwie so ein gutes Gefühl, dass mir es jetzt sehr bald schon an den Kragen gehen könnte. Ah, ich hoffe mal, dass euch keiner helfen wird, während ich mein arabisches Reich wiederherstelle. Hab übrigens gar nicht geschaut, wie stark die Jordanier sind, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Wie stark sind sie denn? Ach, wir sehen es gar nicht. Na, dann nicht. Und Israel unterstützt uns. Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Bin ich im falschen Film gelandet? Ich meine, ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt die besten Beziehungen haben und Blutsbrüder werden, vor allem da ich Israel noch dafür beleidigt habe, dass sie einfach wahllos Menschen mit Raketen beschießen würden. Aber es ist halt so ein 4 und da weiß man ja nie, was passiert. Weißt du, was das ist? Ein Baum. Das ist nicht irgendein Baum, das ist der Baum. Der steht hier schon länger, als du auf der Erde bist. Ja? Allein die Außenhaut vom Baum ist beeindruckend. Bäume sind dafür bekannt, dass sie im Boden wachsen und nach oben wachsen. Und genauso bekannt ist auch, dass der Baum zum Beispiel Wasser braucht. Ne? Womit wir auch schon beim Thema werden. Wisst ihr, was ich brauche? Ich brauche 2 Dinge im Leben. Erstens Leute, die sich meine Videos anschauen. Und zweitens Geld. Erstens Leute, die sich meine Videos anschauen und zweitens Leute, die abonnieren. Na, das ist das Wichtigste, was wirklich zählt im Leben. Und wie dieser Baum, wenn die 2 Sachen nicht existieren, dann existiere ich auch nicht mehr. Deswegen abonniert den Kanal und tut der Krabbe einen Gefallen. Machen wir noch die letzte Stellung, weil die hätten sie sich auch sparen können. Ah, jetzt hat es funktioniert. Jetzt haben sie mir das für Jordanien die Punkte gegeben. Auch sehr interessant. Nichts ist allerdings so interessant wie die Tatsache, dass mir immer noch Westbank fehlt. Hä? Was will ich denn mit einer Bank? Digga! Ist nicht euer Ernst, oder? Palästina, wie soll ich denn... Digga, wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Hm? Das Problem ist, Israel brauchst du nicht angreifen, weil die werden gedeckt von ihren kleinen Mackern in Amerika drüben. Immerhin, unsere wirtschaftliche Situation hat sich verbessert und von Rezession zu stagnierend gewechselt. Quasi von Scheiße zu nicht mehr ganz so Scheiße. Hätte ich wenigstens ein einziges Schiff, könnte man eine Naval Invasion probieren. In der Türkei ist übrigens mal wieder Battle Royale ausgebrochen. 77 verschiedene türkische Staaten versuchen gegenseitig, sich auf die Schnauze zu hauen. Wir werden sehen, wer am Ende das
Oberwasser behält. Na, wir könnten kurz in die Navy investieren. Vielleicht finden wir irgendwo auf dem Meeresboden noch so einen alten Kahn aus dem Zweiten Weltkrieg, den wir nutzen könnten. Ich frage mich ja, warum die Kurden nicht mitmischen im türkischen Bürgerkrieg. Digga, das hätte einen Aufschrei gegeben. Ich habe hab die Naval Invasion ein bisschen zu weit, ein bisschen falsch platziert. Wir wären jetzt nämlich nicht im Gaza gelandet, sondern daneben. Hätte Israel wahrscheinlich nicht so lustig gefunden. So kann man auch aus Versehen seine Vernichtung auslösen. Ah, Korea existiert nicht mehr. Das ist aber... Naja, ist jetzt Japan. Ja, ist wirklich das Ende. Ruhe den Frieden. Hä? Nee, was? Was, jetzt Republik auf Japan? Aber die gehören gar nicht zu Japan? Hä? Okay, verstehe nur noch Bahnhof. In der Zwischenzeit haben wir es auch geschafft, den Gehorsam aufzubauen. Da waren wir wirklich ganz kurz vor Rebellionen, weil mir die Manpower ausgegangen ist. Aber mit ein paar beherzten Klicken auf die Rekrutierungseinstellungen haben wir genug Männer gefunden, die bereit sind, für unser Land zu sterben, die Gebiete zu bewachen. Langfristiges Ziel ist natürlich die Integrierung. Dafür brauchen wir aber 90% Gehorsam. Dann können wir diese Gebiete koren. Oder aber wir erobern einfach Gaza und Palästina und dann können wir eh die Arabische Republik ausrufen. Naja, die Türken sind wieder mal drauf und dran, Krawall zu machen, kurz nach dem Bürgerkrieg. Ist aber auch eine gute Methode, sein Land wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, und die Armenier müssen auch noch dran glauben. Klassischer Türkei-Move, ne? Zwei-Fronten-Krieg. Na dann mal viel Glück. Naja. Schauen wir mal, ich kann das jetzt absolut nicht einschätzen, wie das jetzt laufen wird. Schiffchen! Naval Invasion supporten, bitte. Kann jetzt auch sein, dass die Landung in Gaza komplett in die Hose geht. Aber wir haben Flugzeuge, die uns unterstützen. Das ist schon mal positiv. Kann halt nur hoffen, dass es reicht, Gaza zu erobern. Ansonsten kann ich gucken, dass ich irgendwie schnell Fallschirmjäger oder sowas rekrutiere. Und ich sage euch, wie es ist. Ohne Luftwaffe hätten wir das hier nicht gewonnen. Also wir schaffen es dank Luftwaffe, aber ohne wäre das nichts geworden. Ja. Soviel zu dem Thema. Ich freue mich, ob die mich vergessen haben. Also die Briten und Polen und Kanadier und Amerikaner. Wollten die nicht eigentlich schon durch meine Hauptstadt namens Bagdad laufen? Ja, scheint es, als ob wir den Spieß nachher umdrehen. Ich bin auch immer überlegen, ob wir wirklich vielleicht so diesen Trollversuch unternehmen und einfach in den USA landen. Aber ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ja, was ist das denn? Hä? Warum? Wieso? Weshalb? Was ist das? Mit welchem Grund? Die führen Krieg gegen Griechenland, Armenien und erklären mir den Krieg? Ich bin auch gerade echt im falschen Film. Diese Hinterlistigen? Jo, wie sie direkt einmarschieren und sich die Hälfte meiner Länder reinsnacken. Ich krieg einen Roller, Alter. Also, so eine loste Aktion. Oh, Zypern. Oh nein, jetzt ist der Krieg endgültig verloren. Jetzt haben sie Zypern mit dazu gerufen. Also, jetzt seien wir mal nicht böse. Die haben die gesamte Manpower von 300.000 Mann. Wir haben 400.000 Mann. Ja, und die sind im Krieg noch gegen die Griechen, gegen Armenien. Ne? Armenien selber auch mit... Naja, gut, Armenien hat gar nichts. Ja, wobei doch, hab falsch geschaut hier. Armenien auch so mit 15 bis 20 Divisionen. Die Griechen auch mit 20 Divisionen. Wir können einfach hier schauen. Also wir haben eine Manpower von ca. 600.000 Mann zu 300.000 Mann. Also, Vollidioten. Aber ganz ehrlich, ist mir recht. Ist mir recht. Ist Free Real Estate, ne? Die Griechen haben den Türken halt echt wehgetan. 150.000 Verluste. Das sind unsere 45.000, die wir zugefügt haben, gar nichts. Plus, unsere eigenen Verluste sind auch relativ hoch. Und das wird auch nicht besser, glaube ich. Ist halt auch schwieriges Gebiet, ne? Also, ist alles hügelig und bergig. Kann man sich überall verschanzen und verstecken. Ja, Korea ist vereint. Heißt aber nicht mehr Korea, heißt jetzt Republic of Japan. Hat aber nichts mit Japan zu tun. Wir haben jetzt knapp 200.000 Mann verloren. Aber dafür haben wir es geschafft. Die Türkei ist gebrochen. Ja, die Türkei hat sich das so wahrscheinlich nicht vorgestellt, wie es jetzt gelaufen ist. Afghanistan ist der nordamerikanischen Association beigetreten. Kann man mal machen. Die Türkei hat übrigens Bulgarien den Krieg erklärt. Ja, ja. Der Typ hat gerade von allen Nationen auf der Erde auf die Fresse bekommen und meint, er muss sofort den nächsten Krieg anfangen. Habe übrigens ein Problem, ich kann hier nicht landen. Meine Fallschirmjäger machen nicht das, was sie sollen und ich habe keine Ahnung warum. Wir haben Luftbelegenheit, wir haben Transportflugzeuge, wir haben Paratrooper, aber sie landen nicht. Tja, was machen wir jetzt? Wir kommen nicht hin. Polen ist übrigens im Krieg mit Weißrussland. Es passiert auch in Europa endlich mal was. Bislang gibt es überall Kriege, außer in Europa. Ausgerechnet der Kontinent, wo eigentlich immer am meisten Action abging. Das letzte Mal, als Polen so weit nach Osten gereicht hat, waren es nicht mehr die Polen, die das Land besetzt hatten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, China ist ebenfalls der nordamerikanischen Assoziation beigetreten. Die sind im Krieg mit Japan und irgendein... Ne, warte mal, was? Hä? Ach, die... Taiwan gegen China. Jetzt. Das wird interessant, glaube ich. Ja, nach 5 Jahren Warten hat die USA ihre Garantie für Israel zurückgezogen. Und das... würde bestimmt niemand nutzen, um Israel anzugreifen, um dadurch Palästina erobern zu können.
Ah, die Deutschen haben jetzt den Part übernommen. Na, scheiß auf Deutschland. Gazprom Gerd kann mir gar nichts. Das Ding ist, uns läuft doch die Zeit davon. Mir geht nämlich langsam sicher die Bevölkerung aus. Mir gehen die Ressourcen aus. Und wenn wir es nicht bald schaffen, das Arabische Reich auszurufen, dann kann ich mich in den Teich ertränken gehen. Digga, wie kann mir die Türkei so hart auf den Sack gehen, Alter, ne? Guck, die sind mit der halben Welt im Krieg, so gefühlt. Die sind im Krieg mit Bulgarien, Kuwait, Katar, United Arab Emirates und Jemen. Und die kommen nicht mehr aus ihrem Land raus. Also nichts Persönliches, Israel. Ich weiß, wir lieben uns sogar. Die haben mir die ganze Zeit Ausrüstung geschickt, deswegen tust du mir im Herzen schon ein bisschen weh, die jetzt anzugreifen. Aber es ist fürs große Ganze, meine Freunde. Es sind auf alle Fälle mal wieder harte Kämpfe. Wir haben schon wieder 110.000 Mann verloren. Habe ich in der Zwischenzeit auch schon den Volkssturm freigeschaltet. Die Gleichberechtigung kommt als nächstes auch noch. Aber meine Manpower ist trotzdem die ganze Zeit auf Null. Weil wir kurzzeitig ein bisschen über drüben waren. Ah, das hat sich auch sehr schnell wieder erledigt. Ah, Palästina hat kapituliert. Aber ich habe immer noch nicht die ganze Westbank im Besitz. Haben scheinbar noch irgendwo Geldreserven versteckt. Ich habe so keine Leute mehr. 300.000 Mann sind schon wieder gefallen. Wir sind so am Arsch, Leute. Ich sage euch, wie es ist, Mann. Aber Israel ist auch Geschichte. Und damit müssten wir jetzt eigentlich... Hä? Müssen wir im Frieden sein? Wenn ja, dann ist das echt scheiße. Ja, okay, jetzt geht's. Dann ist mir auch recht. So, und jetzt sind wir immer noch das irakische Sultanat und haben jetzt wieder eine andere Flagge, weil wir ja die Arabische Föderation gegründet haben. Aber interessant, dass es jetzt ging. Vielleicht hätte ich einfach nur warten müssen eine Weile. Keine Ahnung. Naja. Das Produktionsfenster geht mir hart auf den Sack, Alter. Das ist scheiße. Uns fehlen 100.000 Waffen, 15.000 Fahrzeuge, 5.000 andere Fahrzeuge, 5.000 Support-Equipment. Wir haben keinerlei Ressourcen. Wir haben einen fetten Junkenland, aber wir haben gar nichts. Null. Wir sind komplett am Arsch. Würde sogar so weit gehen und sagen, hätten wir nicht zu Beginn unsere Startarmee schon gehabt, dann hätten wir nicht mal geschafft, Kurdistan zu erobern. Gerade voll Bock, die Saudis anzugreifen. Fragt mich nicht, warum. Könnte damit zusammenhängen, dass sie eh schon mit der halben Welt im Krieg sind und ich da jetzt quasi der gefeierte Held... What the fuck? Hä? Wie kommen die da oben an Länder rein? Wie kann das sein? Wieso ist das nicht mein? So. Potenzieller Feind, die Türken. Ist nicht so, als ob wir die schon einmal zusammengeschlagen hätten. Das Problem ist so, es dürften halt keine langen Kämpfe geben. Weil wir haben, wie gesagt, nur sehr schwache Divisionen. Und die Saudis sind relativ stark, sehe ich gerade. Das ist eigentlich gar nicht so cool. Ja, schickt mir Ausrüstung. Geil, wie sie mir alle Ausrüstung schicken, weil sie Mitleid mit uns haben. Okay, hätte ich es nicht erwartet, dass wir die derart einfach überrennen können. Aber hier an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, die meinen Kanal unabhängig von Werbeeinnahmen finanzieren. Das sind Kanalmitglieder und Leute, die mir hin und wieder ein paar Spenden da lassen. Großes Dankeschön auch nochmal an euch, dass ihr mich so derart noch extra zusätzlich unterstützt. Das Problem ist nur, wir haben nicht die meisten Punkte. Die United Arab Emirates haben sich da auch noch einiges geholt. Ah ja, wir haben jetzt 32 Economy und haben damit ganz offiziell die Rezession hinter uns gelassen und sind jetzt in Wachstum angelangt. Klar, Booming wäre natürlich das Nonplusultra, aber da müssen wir noch eine Weile drauf hinarbeiten. Gerade gesehen. Die Iren sind islamisch und haben Dschihad ausgerufen. Wie das aussieht. Das schaut so komisch aus. Ja gut, Estland hat auch zum Dschihad aufgerufen. Ich meine, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt als Dschihadisten bezeichnen, aber was weiß ich schon. Der Iran ist übrigens relativ neutral. Das Problem ist halt nur, wir können uns eigentlich nicht wirklich leisten, weiter zu expandieren. Weil ich ja schon Bock auf so ein Stück Iran hätte, weil die relativ stark sind. Zu stark für meinen Geschmack vielleicht sogar schon. Hey, nach 7 Jahren gibt es nun endlich einen neuen Forschungslot, zumindest in Aussicht. Ja, dann kann ich trotzdem nichts machen. Aber ist cool, dass sie mir einen extra Forschungslot geben. Das ist sehr, sehr wichtig. Übrigens auch gerade dazu entschieden, einfach mal zu YOLOn und scheiß auf den Iran anzugreifen. Was soll schon schief gehen? Deutschland hat jetzt damit begonnen, afrikanische Staaten mit in den Krieg zu rufen. Zum einen Tansania und zum anderen, was war das andere? Hier unten, genau, in Namibien. Ah, Japan möchte mich ins Bündnis einladen. Auf der anderen Seite hast du dann noch Thailand, aber ich weiß ja nicht mit Thailand. Naja, aber auf der anderen Seite, Japan ist jetzt auch nicht viel besser und ist verbündet mit Amerika. Wir wollen ja gegen Amerika kämpfen, deswegen lehne ich beide ab. Bäh, Amerikaner wollen Truppen durch mein Territorium bewegen. Kannst du mich im Arsch lecken. Einzige, was passiert ist, dass ich meine Truppen durch amerikanisches Gebiet bewege. Bin inzwischen im Krieg mit zwei Bündnissen. Zum einen der zweiten
Daitoya Kyo Aiken und zum anderen der Berliner Internationalen. Weil die Berliner Internationale muss zuerst mal weg, die gehen mehr auf den Sack, die Deutschen. Iran hat mir auch schon wieder 118.000 Mann gekostet. Oder 43.000 auf der Gegenseite. Kann man jetzt wieder sehen, wie man will. Die Türkei will mich in ihr Bündnis einladen. Ja, nee, da lass mal. Sterben kann ich auch alleine, dafür brauche ich euch nicht. Ja. Der Iran hat sich jetzt auch noch mit Afghanistan und der Türkei angelegt. Oder andersrum. Kommt da häufiger vor, dass auch andere zum Wischen kommen, wenn man schon angefangen hat, sauber zu machen. Übrigens auch ein Krieg mit Bulgarien jetzt schon. Was ich gar nicht so schlimm finde. Ich habe eh geplant, dass wir jetzt einmal nach Deutschland durchpushen langfristig. Ah, ein bewegendes Gefühl, endlich mal wieder ein Land zu Fall gebracht zu haben. Schnell, die Deutschen gehen mir auch langsam hart auf den Sack mit ihren dreckigen Naval Invasions den ganzen Tag. Als ob sie nichts Besseres zu tun hätten, ne? Die haben 16 Divisionen und schicken die ganze Zeit zu mir runter. 14 Divisionen, sorry. Okay, jetzt sind es nur noch 13. Maximal 10, wenn überhaupt. Besuchen wir unsere Freundin in Griechenland. Jetzt, wo ich ja quasi Osmane bin, bleibt mir nichts anderes übrig, als diese wunderschönen, leckeren Gebiete zu besetzen. Sehe gerade, das ist, naja, britisches Territorium auch mit. Aber ganz ehrlich, an dem Punkt sind wir jetzt sowieso angelangt, wo wir uns an den Briten rächen für das, was sie uns angetan haben. Also, sie haben uns nichts angetan, aber rein theoretisch schon halt, nur nicht hier jetzt. Oh, ich glaube, ich habe da was vergessen. Ups. Ja, die Mughals. Wer kennt sie nicht? Die nehme ich gerade hart hops hier drüben, ihr habt keine Ahnung. Ja, das ist schön. Conscription-Reform geben mir nochmal 2,5% mehr rekrutierbare Bevölkerung. Vor allem jetzt, wo wir wirklich jede Maus brauchen. Will ja nichts sagen, aber jetzt wird es langsam kritisch. Jetzt kommt der Punkt, an dem es unangenehm wird. Was ich jetzt mache, ist total verrückt. Wir pushen Bulgarien und Griechenland, dann versuche ich mit den Truppen irgendwie mein Land zurückzuerobern. Ich bin so am Arsch. Aber Bulgarien ist schon mal weg. Digga, ich bin gleich weg. Ich bin 1% vorm Surrendern. Digga, ich nippel gleich ab. Griechenland hat auch kapituliert. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, unseren Arsch zu retten. Wie auch immer das jetzt noch funktionieren soll. Durch das ganze neue Gebiet erobern, habe ich zumindest wieder ein bisschen Luft hier. Ich finde es auch interessant. Die haben ihre kompletten Truppen jetzt an meine Hauptstadt rangezogen. Aber gut, verständlich, die wollen mich finishen. Aber ich werde nicht aufgeben. 26%, jawohl. Also, dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Aber glücklicherweise war der Vorteil einfach, dass sie zwar viele Gebiete hatten, von denen sie auch schnell erobern konnten, aber wenig Truppen. Da ich viele Truppen habe, konnte man das Blatt nochmal gut wenden. Größte Verrat ist ja sowieso von hier, Libanon, dass sie uns einfach mit angreifen. Fand ich absolut unverschämt. Digga, haben die Atombombe auf Izmir geschmissen. Digga, wie lost seid ihr? Da war doch gar keiner. Geht's wieder einfach nur um die wahllose Zerstörung von Land. Russen haben auch noch festgestellt, dass sie eine Grenze zu uns hatten. Ich hab's natürlich vergessen. Kommen sie da von allen Seiten, von allen Ecken. Ah! Würde man denken, das große russische Reich wäre übel stark, aber nee, gar nichts. Haben um die 500.000 Mann. Die hatte ich schon zu Spielbeginn. Und da sterben die letzten Truppen in Der Azur, oder wie auch immer. Verluste auf unserer Seite 1,18 Millionen. Aua. Auf feindlicher Seite sieht es auch nicht viel besser aus, ne? Haben auch schon 300.000 Deutsche auf dem Gewissen. Hat der drauf, dass sich die Amis noch einmischen. Allein hier, wie viele Truppen wir wieder stehen. Das sind ja alles voll ausgebildete, starke, super, mega gute Divisionen. Und die zu vernichten, da gehen hunderttausende Menschen und tausende Arbeitstage drauf. Und das Beste ist, ich habe absolut kein Mitleid. Gut, Ägypten hat auch relativ schnell hingeschmissen, muss ich sagen. Die haben fast gar keinen Widerstand geleistet. Damit haben wir soweit die Fronten in kompletten Besitz und können uns jetzt entspannt in Anführungsstrichen um Indien und Russland kümmern. Das tut richtig weh. Fairerweise muss man auch sagen, dass wir die höchsten Verluste von allen haben, was ja auch nicht verwunderlich ist. Es ist an der Zeit, Freunde, ein für alle Mal die Amerikaner aus unseren Ländereien zu vertreiben. Das Ding ist, es wird ein Kriegsbeitritt über die USA, da muss ich aufpassen, Afghanistan ist auch mit dabei. Und dann wünscht uns mal viel Glück in diesem letzten Krieg, der noch kommen mag. Wisst ihr was, scheiß drauf, wir treten jetzt einfach Ungarn bei, YOLO. Und damit ist es soweit, wir erobern offiziell die US-Basis direkt in meinem Hintern. Und da wir schnell motorisierte Fahrzeuge haben, könnt ihr euer Militärzugang euch auch irgendwie schieben. Es fühlt sich deutlich besser an jetzt ohne US-Truppen auf unserem Gebiet. Irak und die United States haben begonnen, einen Friedensvertrag zu verhandeln. Echt jetzt? Hä? Wer macht denn sowas? Ah, müssen für 2 Wochen durchhalten. Ja, kein Problem. Easy peasy, Alter. Danach können die Amis mir schön meine Stiefel putzen. Und irgendwie gibt es jetzt auf einmal Frieden mit Rumänien. Warum auch immer. Ha, können die Ukraine ins Bündnis einladen. Let's go. Ja, die Amis haben sich jetzt ergeben. Ich bin offizieller Sieger im Krieg gegen die United States, was mich sehr glücklich macht. Und die Deutschen gehen mir hart auf den Sack. Wir müssen die Rumänier trotzdem besiegen. Ich will immer noch nach Deutschland. Und die Route ist noch nicht offen. Sie ist noch verschlossen. Weil gerade kommt, ich muss ja gar nicht durch Rumänien marschieren. Ich kann einfach durch Österreich latschen. Österreich gehört ja auch zu Deutschland und der Rest ist mit mir verbündet hier. Naval Invasion Zypern war nach dem 17. Versuch auch endlich mal erfolgreich. Schauen wir, was die Österreicher so drauf haben. Wir haben das 10-fache ihrer Soldatenanzahl. Sollte kein allzu großes Problem werden. Ukraine ist übrigens im Krieg beigetreten gegen die Russen.
sind halt die deutschen Truppen. Hallo, Deutschland. Ja, das sind die Deutschen. Der gesamten Welt helfen und zu Hause nichts mehr haben, ne? Habt ihr davon. In der Zwischenzeit läuft doch die Kriegsmaschinerie. Wir rekrutieren um die 22 Divisionen aktuell. Also nicht nur aktuell, schon generell eigentlich. Das sind schon fast 10 Ingame-Jahre vergangen, ey. Boah. Nehmen auch schon einen zweiten Tag auf, tatsächlich. Richtig ätzend, diese Zeitfresser. Freunde der Nacht, wer hätte das gedacht? Gut, I like it. I really like it, friends. Gibt da gerade auch ein paar Meinungsverschiedenheiten mit Briten, Russen und Indern. Darum sollten wir uns auch nochmal kümmern. Ja, wenn man sich fragt, warum wir so viel Manpower haben, das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben eine Nicht-Kernbevölkerung von 1,34 Milliarden und davon können wir 0,3% rekrutieren. Und das sind natürlich gigantische Zahlen. Indien hat auch hingeschmissen. Ja, Indien war nochmal ein kleiner Boost für meine Rekruten. Das ist natürlich ein relativ bevölkerungsreicher Kontinent. Das hat nochmal gut was getan. Jo. Das nenne ich mal eine fette Friedensverhandlung. Die halbe Welt hat kapituliert. Tja. Hat zwar 7 Jahre gedauert, aber dann ging's ab. Auch wenn wir fast vernichtet worden wären. Hätten wir eine einzige Provinz noch benötigt und wir wären einfach raus gewesen. Aber nein, die waren zu blöd. Sie waren zu blöd dafür. Britannien hat seine Heimat sehr gut verteidigt, wie wir sehen können. Ich sehe hier keinen einzigen Soldaten. Ja, und mit dem Fall der Briten würde ich da nicht fast schon sagen, bin ich zufrieden. Wir haben die Amis besiegt. Wir haben sie rausgeschmissen aus unseren Gebieten und haben sie bettelnd nach Frieden kriechen lassen. Wir haben den Deutschen und den Türken gezeigt, wer der wahre Boss im Ring ist. Die Russen haben surrendert, die Inder und die Chinesen auch, wobei ich mit den Chinesen gar nichts am Hut hatte. Die haben sie selber surrendert. Und mit dem Fall der Briten und Spanier ist das Ganze abgerundet. Ich bin zufrieden, das war aber wirklich kurz über knapp. Also das hätte ich auch komplett in die Hose gehen können. Da hatten wir echt mega Dusel. Aber ich darf auch mal Glück haben. Ja, aber ich bin raus für heute. Bin gespannt, welche Länder ihr als nächstes sehen wollt. Wünsche euch allen einen schönen Tag. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und nicht vergessen, keine Krabben essen.